Ja, ich hatte eine Puppen. Also erstmal hatte ich einen Puppenwagen mit zwei Puppen drin. Und als ich da mal eine schlechte französische Arbeit geschrieben hatte, kam ich nach Hause, habe geheult. Ja, siehst du, und nun ist dir dafür der Puppenwagen verbrannt. Jetzt hatten wir Ofenheizung und das wurde angeheizt und die Tür war noch nicht ganz zu. Der Puppenwagen stand davor, hat Feuer gefangen. Also meine Puppen war ich nur los ungefähr mit 10, 11 Jahren. Und dann hatte ich noch eine Puppenstube. Da hatte auch mein Vater mir elektrisches Licht gelegt. Und von meiner Mutti hatte ich aus ihrer Kindheit noch kleine Bücher und einen kleinen Bücherschrank. Also das war ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und unten die Küche. Und da konnte ich sogar ein bisschen drin kochen. Eine Scheibe Kloß habe ich dann da in Butter gebraten, den Geruch habe ich immer noch in der Nase, und einen kleinen Kochherd. Aber dies war ziemlich groß, in dieser kleinen Wohnung konnte das nicht ständig stehen. Das kam dann zu Weihnachten und dann wurde es wieder auf den Boden gebracht. Und als ich dann älter war, vielleicht 14, da haben sie die verschenkt. Und zwar eine Mädel, die ich da immer getroffen habe in den Gärten, wo wir meine Tante besucht haben. In ihrem Garten, Tante Lucia hatte einen Garten. Onkel Erich hatte auch einen Garten in der Nähe. Da sind wir oft zu Besuch gewesen. Und das waren da Nachbarsleute, die hatten so ein dickes Mädel. Und der haben sie das geschenkt. Jetzt treffe ich die und sage, spielst du dann schön mit meiner Puppenstube? Es hat mir ja. War ja mir ein bisschen wehmütig. Da hat mir ein Vater einen Karnickelstall draus gemacht. Das war meine Puppenstube.